Meine lieben Gruselhase, ich begrüße euch zu eigentlich schon fast einem Klassiker. The Baby in Yellow. Was gibt's als Plüschtier? Oh, wie süß. Guck mal nachher rein. Wir haben das schon mal auf unserem Kanal gespielt. Also mein Mann hat's gespielt. Doch die ältere Version und der liebe Richie vom Kanal German Horror Guy, der hat das jetzt gerade gespielt. Und ich bin eigentlich kein Freund davon, Richie, du weißt das, gerade Freunden Spiele nachzuspielen. Aber du hast mich durch deine Art und Weise, die Spielspielen so inspiriert. Ich werde bei weitem das nicht so hinballern können wie er, weil er hat schon eine ganz spezielle Art. Besucht ihn mal hier oben, ich verlinke euch seinen Kanal. Bitte geht vorbei, abonniert, grüßt von mir. Ja, der Typ ist echt richtig cool und super, super lustig. Ich habe mich, glaube ich, selten bei einem YouTuber so schlapp gelacht. Ja, aber Richie, es tut mir leid, auch wenn ich es nicht an deine Künste nicht heranreichen werde, werde ich mich jetzt hier dran versuchen. Nacht 1 der Zitterzeit fürs Bett. Das Kind ist das, was man sich vorstellt. Ist es das, was man sich vorstellt? Ach so. Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, gute Nachtgeschichten. Was ist neu? Genau, es ist nämlich eine komplett neue Version, neu aufgearbeitet. Ich sehe schon, das Haus sieht etwas anders aus. Neue Aktivitäten in den Nächten 1 bis 3, neue Geheimnisse und Sammelobjekte, ein Arztgeschenk hinzugefügt. Okay. Yeah. Da ist es. Nacht 1 Baby füttern. Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Kann ich einfach gehen? Ja, gute Idee. Hallo? Ist jemand da? Kann mich. Geschlossen, wegen Wartung. Ja, klar, natürlich. Hallo, ist jemand da? Nein. Okay, komm. Vielleicht soll ich die Tür aufmachen, auflassen, dass ich einfach rausrennen kann. Du guckst mich schon so an, wenn du das Grauen in Person bist. Ja, alles, was ich in diesem Video sage, ich übernehme dafür keine Verantwortung. Verantwortung, Arztgeschenk verriegelt, 12 weitere Seelen befreien. Aha, okay. Ich habe selber ein Kind, die meisten... Die meisten von euch wissen das. Und ich weiß auch, wie man mit Kindern umgeht. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen umschauen, weil ich war hier noch nie irgendwo. Was ist das? Was haben wir denn hier so? Schönes. Eier. Die Milch. Oh, eine Gurkenscheibe. Kann ich die essen? Möchtest du, ich weiß, was Richie gemacht hat, ich will jetzt nicht alles nachmachen, ich möchte es kreativ sein. Möchtest du eine Gurkenscheibe? Haben Sie schon irgendwann mal von einem Gast ein paar in die Fresse bekommen? Ja, hör auf zu jammern. So, komm her. Halt, natürlich, ne? Erst das Brot, dann die Wurst, dann die Gurke. Ich bin ein fieser, fieser Mensch. Baby? Oh. Kind, ich komme gleich. Da hinten blinkt was. Oh! Eine Seele, die vom Baby in Gelb gefangen worden war, ist wieder frei. Ja, okay, ich hole dir jetzt deine Flasche, bevor du mich killst. Moment. Ja, ich komme. Ja, wickeln. Ich soll dich wickeln. Ich möchte ganz viele lustige Spiele mit dem Baby spielen. Noch eine Seele. Ich kann die Geheimnisse im Pausenmenü aufrufen. Der Richie? Habe ich das bei dir gesehen oder habe ich es nicht gesehen? Ja. Oh, wie süß. Ist es nicht niedlich? So. Oh, Entschuldigung, ich hab dich. Ja, so, und jetzt, komm. Ach ja, komm. Kriegst du schlechte Laune jetzt? Komm, wir machen das nochmal.
die Ernsthaftigkeit der Lage jetzt hier in, ne? Ja. Gut, also die wusste ich ja jetzt schon. Wo hängt es denn ab? Da. Du scheißt mir auf den Teppich. Na, wunderbar. So, ab ins Bett mit dir. Du Wasserkopf. Ich sehe ja nicht. Es hat ein Pflaster auf dem Knie. Ich glaube, das ist auch neu. Was haben wir denn hier noch? Ach, das... Oh, Verzeihung. Setz dich mal dahin. Nein, nein, nein. Setz dich... Da bleib sitzen da. So. Erfordert passenden Schlüssel. Ach so. Ja. Ist das nicht der passende Schlüssel? Sieht so aus. Ja. Oh, cool. Baby. Kann ich dich... Ja, guck mal. Das habe ich bei Richie schon gesehen. Ich bin ein böser, böser Mensch. Oh Gott. Eine riesige Rübe. Oh, bist du fertig? Ja. Okay, ich setze dich mal auf die Waschmaschine. Bleib mal da sitzen. Da ist hoch. Was ist denn da oben? Kann ich das Baby mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Ach doch, kann ich. Na komm, ich nehm dich mal mit. Na komm. Oh. Ist ja ein bisschen gruselig hier. Schau genauer hin. Oh, sorry, Baby. Baby ins Bett bringen, Baby ins Bett bringen. Ja, ja, gleich. Ach, die Katze schnurrt. Ich dachte, das ist eine Statue. Ja. Die schwarze Katze nähert sich. Okay. Da bist du ja. Bald. Schwarze Katze kommt. 22. Okay. Ja, cool. Ja. Du hast den Pinsel zerbrochen. Sag mal, was bist du denn für eine Missgeburt? Ja, komm. Gut, dann gehen wir wieder runter. Ja. Oh. So. Kann ich noch andere schreckliche... Oh. Andere schreckliche Sachen mit dir machen? Nein, komm. Ich bring dich jetzt ins Bett. So. Rainer. Der Prinz und die Katze. Am anderen Ufer in fernen Ländern. Mit dunklen Sternen über dem Kopf schlief der Prinz tief und fest. Da sprang eine Katze auf sein Bett. Ich habe einen geheimen Garten gefunden, sagte die Katze mit viel Freude. Aufgeregt rannten sie nach draußen. Entdecker in der Nacht. Sie gingen durch das goldene Tor. Schau die schönen Bäume. Sie gingen den hübschen Kieselweg entlang. Schau. Die bunten Blumen. Sie gingen in den märchenhaften Springbrunnen vorbei. Schau, das tanzende Wasser. Schau, schau, schau. Aber der Prinz mochte den Garten nicht und fing an, die Bäume zu fällen. Er riss die Blumen aus, zerstörte die Hecken und riss alle Blätter ab. Rupf. Alles ruinierte er zum Spaß. Die Katze sah ängstlich zu. Das war ein Fehler, rief die Katze. Ich hätte ihn nie hierher bringen dürfen. Na, du pennst schon, okay. Kann ich dich wecken? Nee. Ja, ja, ja. So genau habe ich nämlich bei Richie nicht geguckt. Das heißt, ich weiß jetzt also nicht, wo sich jetzt gegebenenfalls noch mehr von den Dingern verstecken. Müsste ich jetzt echt, Snow. Schnee angesetzt im Juli. July, following such a sweet spring. It started when I took this job. But I was not the first. They are with me. Night fell the first day. Ah. And the hours dragged on. Still we cared for the child. We spoke of Haster and Casilda in their absence. While outside the fog rolled in as the cloud waves roll okay. And break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes. Ja, unschuldige Augen. Clear as crystal. Understood by the ignorant and wise alike. More precious than jewels. More soothing than music. More awful than death.
Then, as I fell, I knew that the baby geflattert Mantel geöffnet hatte. And there was only God to cry to now. Snow. Okay, das, okay. So, ich werde jetzt eine Runde chillen. Auf dem Sofa. So verlangt es das Spiel. Gute Nacht. Ja, es ist schon nicht das eigene und geht einem trotzdem auf den Sack. Ja, ist ja gut. Ich habe nichts gesagt, ich komme. Auf zu jammern. Was ist denn die Tür hier offen? Ach du Mistkröte, wo bist du denn? Ja. Was willst du denn? Komm, wir gehen Hayamushi-Bubu machen, komm. Hayamushi-Bubu. Okay, schlaf jetzt hier. Ruhe. Bleib da. Ja. Lach nicht. Ich habe hier auch nichts zu lachen. Also geh weg. Na, lässt du den Scheiß? Schluss jetzt. Haben wir jetzt Ruhe endlich? Ja, sehr schön. Nacht 2, das Kind lacht. Guck, guck, ist das nicht lustig? Nein, der Sitter, ich hab doch gesagt, lass das. Das Baby in Gelb, Akt 2, Szene 1. So. Müssen wir jetzt wieder noch neuen Katzen suchen. Was ist das eigentlich? Ist Feuermelder? Ein Lautsprecher? Oder eine Überwachungskamera? Ich wüsste gerne, wenn ich überwacht werde. Was machst du denn hier unten? Ach, ja. Glotz mir nicht so böse an. Was ist das? Was ist denn das überhaupt? Ach, so ein Basketball-Ding. Ich konnte das irgendwie gar nicht identifizieren gerade. Muss ich. Ah, guck mal, ich muss hier. Ach, das ist die Fall. Okay. Hast du dich selbst schon gefüttert? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Weil du unfähig bist. Ja, komm, Kackbratze. Würde ja auch gerne zu dir das Baby Meister zu nennen, aber das kann ich nicht machen. Kann ich richtig als nachquatschen. Das ist ja dann äußerst doof. Entschuldige, Meister. Ich hab's nicht so gemeint. Ja, du bist der Meister. Ist okay. Ach komm. Katze, du bleibst da sitzen. Du bleibst doch nie im Leben da sitzen. Wo ist die scheiß Windel, ey? Komm her. Ja. Das ist so klar. Wo rennst du hin? Da. Ja. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Oh, ich renne einer verfluchten Windel hinterher. So, mein Freund. Als wenn ich den. Komm her! Oh, ich glaub das nicht. Ich renne einer Windel hinterher. Komm her jetzt. Selbst schuld. Ist noch kein Notfall, okay? Spielzeugkiste! Ja! Mami! Gott. Ist noch kein Notfall, okay. So. Was hast du jetzt davon, Windel? Das Baby ist doch mit Sicherheit jetzt weg. Oh ne, du hast ausnahmsweise mal gewartet. Sehr schön. Ins Bett? Ja, ich bring dich gleich. Halt, ich nochmal, weil es so schön war. Ach komm, heul nicht. Ich müsste heulen. Ah, geht doch. Oh, ohne heulen. Ich müsste heulen von morgens bis abends. Was denn jetzt? Oh, jetzt hat es mir einen bösen Blick zugeworfen. Hör auf zu weinen. Komm her. Ja.
Du bist ja ganz süß. Das ist wieder. Hä, wo ist es? Oh mein Gott. Ach da. Was soll ich denn mit dem Ding machen? Gut, ich kann damit nichts machen. Klein Haus war nicht gefüttert, Ohren aufgestellt, Augen aus Angst geweitet, einsam Flucht aus dem dunklen Carcosa. Ja, okay. Oh, okay. Also es war uns im Maß, dass er Übertreibung neigt. Gut. Ach, das ist so ein... Was ist denn das für ein Doktor? Ach, so ein Seuchendoktor. Ach, die sind ja süß. Oh mein Gott. Wie niedlich. Oh. Ja, der kleine Seuchendoktor. Baby füttern. Okay. Ja, hör auf damit. Was ist denn das mit die Kelle da? Hä? Wo ist jetzt die Flasche? Ah. Die kann auch woanders sein. Gut. Also hast du schon allein in den Stuhl gesetzt. Ich bin stolz auf dich. Ja, und jetzt jagen wir nochmal die Windel. Ich bin dann gleich wieder für euch zurück. So, jetzt wickeln wir the baby. Komm. Ja. Oh, Verzeihung. Das war keine, ausnahmsweise mal keine Absicht. Ah, deine glühend roten Augen. Komm. Ja, hast du mich eben angerotzt, oder was? Rotzgöre. Komm. Ja, Rainer. Oh, Verzeihung. Sind hier andere Sachen drin? Ich habe Angst, dass nochmal so ein Ding kommt. Ich möchte das nicht. Oh, guck mal. Süß. Ein Bild, war das vorher schon da? Keine Ahnung. So. Kann ich dich nochmal... Oh, nee, kann ich nicht. Okay. Komm, ich gebe dir mal das Hasi. Guck mal. Hasi. So, jetzt lese ich dir eine Geschichte vor. Ob du willst oder nicht. Du wirst jetzt belesen. Als das Kaninchen zu Besuch kam, sagte der Prinz, Zeit zum Spielen. Aber seine großen roten Augen machten ihr Angst und sie wollte nicht bleiben. Schnell zum Ausgang hüpfte das kleine Kaninchen. Der Prinz rannte direkt hinter ihr her und schrie, haltet sie auf. Janu! Die sitzen ja auch lauter solchen Doktoren. Ach komm, hör auf. Hör auf jetzt zu jammern. Hier, guck mal da. Ja, guck nicht so böse. Ich lese das jetzt weiter, ob du willst oder nicht. Sonst verprügel ich dich mit dem Buch. Durch dunkle Gänge jagte er sie. Hüpf, hüpf, hüpf. Eine unerbittliche, vergebliche Flucht. Hüpf, hüpf, hüpf. Rund um Runde, Runde um Runde im Palast. In und aus dem Raum und aus der Sicht. Hüpf, hüpf, hüpf. Der Prinz konnte sie nicht fangen. Sein Herz war erfüllt von Zorn. Das Kaninchen schlüpfte zur Tür hinaus. Verschwand den Weg hinunter. Der Prinz rief, ich brauche neue Freunde mehr, jetzt noch einen. Ich bringe dir welche, mach dir keine Sorgen, erwiderte seine liebevolle, fürsorgliche Mutter. Was liest der denn für Gruselbücher? Kann ich jetzt wieder chillen? Oh, what that? What? Kommst du denn hier runter? Den brauche ich jetzt. Einen Sandwichmaker. Jeder Mensch braucht einen Sandwichmaker. Wir haben auch einen. Kann ich ihn benutzen? Was soll ich denn damit machen jetzt? Soll ich mir jetzt ein Sandwich machen oder was? Kann ich das irgendwie auspacken? Gerade nicht. Okay, wir chillen. Ich schwitze. Oh mein Gott, das trocknet den Mund, ey. Das ist jetzt schon das vierte Spiel heute. Nacht 3. Der Sitter. Gute Nacht, süße Träume. Das Kind. Ich werde dir meine Träume zeigen. Nein, bitte tu es nicht. Behalt deine Schrecklichkeiten für dich. Noch was? Nee. Ja, so, zu viel verlangt. Okay. Oh. Ich möchte mir aber ein Sandwich machen jetzt.
Ich soll jetzt schon auf dem Sofa chillen. Warum das denn? Oh. Ja, auf dem Sofa chillen, abgeschlossen. Danke. Klappe da hinten. Ja, was ist denn du? Geht das denn so ohne weiteres? Soll es wirklich nur ein Käsetoast sein? Kann ich da ein Ei raufwerfen? Schade. Das landet nicht auf dem, Nee, es geht leider nicht. Schade. Na gut, macht nichts. Was nehmen wir denn? Ja. Käse. Ich kann nur eine Zwiebel nehmen, oder? Zwiebel. Oh, Zwiebeln sind gut. Ist das was? Ich mache mir da einfach alles drauf, weil ich liebe diese Sandwich Maker. Ich habe mittlerweile, wir hatten so einen einfachen, mittlerweile haben wir einen großen, in dem ich auch gleichzeitig Waffeln machen kann. So. Wurst. Wurst muss natürlich auch noch rauf. Wurst muss nicht so viel. So, Tomate. Aber Käse. Hoffe mal, dass hier alles vegan ist in diesem Haushalt. Wahrscheinlich nicht bei meinem Glück. Und ein Gürkchen. Komm. So. Und Attacke. Baby füttern, du Monster. Was ist denn nun passiert? Wo ist denn die Krücke? Da komme ich nicht rein. Die Sau hat mir den Weg versperrt. Okay. Oh Gott. Es tut mir leid. Ich bin wirklich... voller Arbeitstag und schon das O. Was ich persönlich für mich cool finde, ist, dass ich aus dem ersten Spiel eigentlich überhaupt nichts kenne. Ich nehme jetzt die Flasche und... Wo sind wir jetzt? In Eskimohausen. Oder was? Ach, das ist der Rest vom Kühlschrank. Und vom chinesischen Essen und vom Bier. Okay. So. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Wo ist denn meine Tür? Hä? Nee. Hier? Oh, okay. Was glotzt du denn so böse? Böse Biene. Ja. Piekst mich mit deinem Stachel. Ja, Herz allerliebst bist du. Warum sind denn die Farben so komisch? So, komm her. Du fieses kleines Monster. Die Musik kommt mir so bekannt vor. Oh. Ey. Ach. Das Notglas oben zerbrechen. Okay, okay. Halt hier. Ah! Ja. Komm her, stopf ihn dir in deinen Hintern. Wo bist du? Da, ja. Baby? Och, guck, ist es nicht süß. Nuck, 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 nuck. Oh, komm, kleiner Nucki. Ich, ja, sind sie nicht... Sind sie nicht süß? Sie sind... Nein, 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 beruhig dich. Was? Was denn jetzt? Soll ich dir was vorlesen? Deine Tentakeln machen mich fertig. Ja. Ja. Ja, Mai, bist du putzig, Renner. Wir hatten die Schafgeschichte noch nicht, ne? Ich gebe dir jetzt einfach das Schaf. Ja, ja, ja. Der ganze Palast war kalt, der Mond draußen schien so hell, der Wind, er blies unentwegt. Oh nein. Die Vorhänge flogen in die Höhe. Der kleine Prinz lag in seinem Bett und fand keinen Schlaf. Ja, ist... bisschen... Nun denn.
Also rief er nach seiner Mutter, bitte geh und suche mein Schaf. Ich bin durstig, sagte der Prinz, da holt das Schaf etwas zu trinken. Ich bin schmutzig, sagte der Prinz, also wechselt das Schaf seine Kleidung. Ich bin lüde, sagte der Prinz, lass mich dich zählen. 1, 2, 3. Diese Zunge. Nur noch eins, sagte der Prinz, bevor ich einschlafe. Er öffnete seine großen roten Augen und drehte sich zum Schaf. Komm zu mir, meine Träume, bleib für immer in meinem Kopf. Das nimmt er, glaube ich, wortwörtlich. Gehorsam schritt das Schaf voran. Sein Geist war von Angst erfüllt. Haustür? Was stand denn da? Good night. Good night, Monster. Schlaf schön. Folge dem weißen Kaninchen. Und entkomme dem Baby. Ja. Davon habe ich jetzt gar nichts bei Ritchie gesehen. Entweder habe ich es übersehen. Oder er hat es nicht gespielt. Ich weiß es nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er es nicht gespielt hat. Kann ich mit dem Baby flüchten? Was ist, wenn ich dich mitnehme? Und dass ich dir das Böse austreibe? Komm. Komm, Krötenkind. Kann ich dich mitnehmen? Ja, ich nehme dich mit, komm. Pigments Wahnsinn. Schnell zum Ausgang. Das kleine Kaninchen hüpfte. Okay, es hätte wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht. Nee, das Baby ist nicht hier. Okay. Wobei ich ja nicht rennen kann, ne? Nee. Was? No. Ich kannte natürlich die allererste Version von The Baby in Yellow, die ganz allererste. Hatte ich mal kurz reingeschaut, fand ich damals halt doof. Wie gesagt, vielleicht hat man mich auch nicht genug mitgerissen. Aber das hier ist jetzt schon wirklich ein Unterschied. Und das Spiel, nur mal so zur Info für euch, Leute, das Spiel ist kostenlos. Ja? Das ist aktuell kostenlos. Oh! Oh, Krücki! Ja. Wo sind wir denn? In einer anderen, fremden Wohnung. Das macht man nicht. Quasimodo ist zurück. Ich muss mich um meinen Meister kümmern. Ja. Wir waren ja jetzt ohne das Baby. Ohne das Baby in einer fremden Wohnung. Und brauchen den Schlüssel. Den da, genau. So. Da, ich sehe dich schon. Bleib einfach da, wo du bist. Lass mich in Ruhe. Was ist das? Hä? Musikalisches Kauderwelsch. Kann ich damit was machen? Ach, guck mal, hier. Aha. Ah. Oh. Es ist anscheinend noch nicht ganz fertig. Ah, okay. Und das da? Das ist... Lass mich in Ruhe. Geh weg von mir. Ich konnte eben was nehmen eben. Ach, das war die Platte. Okay. Oh Gott, ja. Das letzte Notenblatt, das lege ich mal kurz dahin. Jetzt habe ich hier eine Platte. Lass mich in Ruhe. Platte, Plattenspieler ist hier. So, Moment, wir haben eine Platte. Noch eine Platte. Und irgendwo war noch eine. Mist. Komm her. Ja, aber klar, dass ich dich nicht kriege. Mistkröte. Okay, das bewegt sich einfach von einer Stelle zur nächsten. Okay, gut. Moment, ich hatte eben... Ja. Da ist noch eine. So, waren das alle?
Was soll ich denn damit machen? Soll ich die auflegen? Oder ist das nur Spaß-Musi jetzt? Das ist vielleicht nur zum Spaß, oder? Guck mal her. Ach so, nee. Kann ich... Ach so. Ja. Was ist das? Ah nee, das war ganz cool hier. Komm. So. Kann ich das jetzt spielen? Das scheint ja korrekt zu sein, ne? Ja. Ah, geht automatisch aus. Cool, okay. Die haben echt an alles gedacht. Ja, da bist du ja. Gibst du mir jetzt den Schlüssel? Oh. Okay, den Schlüssel habe ich noch nicht. Ich kriege ihn auch, glaube ich, nicht, ne? Nee, du lässt dich von mir nicht lumpen. Okay, dann nix hier rein da. Kann ich wieder aufstehen? Nee, kann ich nicht. Ich muss kriechen. Brauche ich das hier? Nee, das brauche ich nur. Okay. Was passiert jetzt mit dem Baby? Wenn ich die jetzt abspiele, zerfällt es dann in seine Einzelteile. Ist es zumindest eine gelbe Platte. Eine gelbe Platte. Pigments Platte hören. Wer ist denn Pigman? So. Das ist die Musik, der ich das gelbe Baby jetzt fange. Guck nicht so. Wusste nicht, dass du so klassisch veranlagt bist. Sollte vorzugsweise funktionieren. Fehlgeschlagen. Stromausfall. Ja. Okay. Ah. Okay. Aber gerade rennen tust du nicht, Kumpel, ne? Ich meine, du siehst da noch kein Need, ne? Also ich sehe schon Need. Ja. Ja, das sehe ich. Ich bin ja nicht geistig behindert. Gut, finden wir wo an. Ah. Gut, also die Rätsel sind wirklich easy going. Strom wieder da. Ach, da. Gut, okay, ich habe mich eben schon. Ja, irgendeinen Sinn mussten die ja haben. Klasse. Was hast du mir jetzt? Ach, weißt du, du kannst mich mal. Ich nehme einfach eine neue. Weißt du was? Nee. Komm, rein da. Es geht nicht, Mist. Entsperren. Mit welchem Code denn? Ja. Ich dachte, ich kann dich irgendwo einsperren. Ah! 4-3. Ach, guck mal. 4-3-1-7, das war nun super easy, wirklich. Also, ja. 4-3. Die Rätsel sind echt top, wirklich. Weil sie sind kurzweilig, die... Aha, ich hab's mir doch gedacht. Die machen Spaß. Ja, tut mir leid, aber... Du noch lachst sehr. Ach nee, war eine blaue. Das ist noch eine blaue. Ja. Bleib du mal da unten. Kann ich da rein?
Ich habe gerade irgendwie so das Bedürfnis, da rein zu wollen. Was? Ich überlege gerade. Naja. Don't leave. Ja, nein, ich gehe nicht. Keine Sorge, ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich werde niemals, werde dich niemals verlassen. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! So. Ach du Scheiße, ja. Oh. Da. Komm, komm, komm. Ja, komm, schaff mal, schaff mal. Oh. So. Ja, drück, drück, drück. Geh weg. Ausgang. Lass mich nicht allein. Bleib hier für immer. Was ist denn mit dem Spiel? Ey. Der Ausgang. Ein Schlüssel? Oh, schön, du freust dich. Wenn du dich freust, freue ich mich auch. Es ist alles spiegelverkehrt. Hier. Oh, ich hab... Oh. Durch Zufall den richtigen genommen? Ah, okay. Ich wollte eigentlich das Baby noch füttern. Ich war nur neugierig. Ah. Da bist du ja, du kleiner Satansbraten. Okay. Ich wollte ihm eigentlich die Flasche geben. Hätte das was geändert an dem Ende? Ich weiß es nicht. Ich habe... Oh Mist, ich habe nicht gelesen, was da stand. Scheiße. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Was ist, wenn ich dich jetzt mitnehme? Okay. Oh, okay, okay, okay. Jetzt habe ich das. Du bist schläfrig. Okay, das ist nicht gut. Ah, komm. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Wie soll man denn dabei schläfrig werden? Das ist doch Quatsch. Ich darf nicht hingucken. Das ist der Trick, glaube ich, ne? Ja. Nein, nein. Darf es nicht angucken. Ich bin gerade vollkommen fasziniert. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit sowas. Was? Schlafenszeit. Ja. Was bist du denn? Das Ding ist trotzdem da und dann schmeißt es mir vor die Füße. Okay. So. Ach, guck mal. Okay, ich hätte natürlich auch die Wahl gehabt zu springen. Ich habe es aber jetzt einfach so versucht. Verängstigt, allein fehlgeschlagen. Okay.
Verletzlich. Du bist ja süß. Wow, wow, wow. Das ist ja jetzt wohl ein Scherz. Oh. Mist, na, falsch. Na klar. Ich hab den Weg genommen. Mach auf. Ah. Nein, 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 reiner. Oh, okay, okay. Das hat gereicht. Don't leave. Das ist noch ein Kätzchen. Run. Ah, doch, hier. Okay, okay. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, ja. Oh, cool. Lauf, kleines Kaninchen, bist nicht allein. Es wird immer andere geben. Nähert sich demnächst im Jahr 22. Neue Bereiche, Rätsel, Outfits und Story. Das war geil. Ah, da sieht man wieder, was aus so einem Spiel werden kann, was so ein ganz kleines Indie-Horror-Game, also so absolut cringe auch irgendwie, ne, in den Anfängen. Und das hier ist... Das ist ein ausgereiftes Meisterwerk. Ich danke euch. Team Terrible, es hat so viel Bock gemacht und ich bin gespannt auf wesentlich mehr. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Überlegt euch mit dem Kinderkriegen nochmal und bis demnächst.